Okay, für 5000 Euro, ich mache noch eine Folge Sure. Ah ja. La. Du wirst billiger, wa? Hast du gerade gesagt, ich bin eine günstige Prostituierte? Prostituierte? Bin ich wenigstens eine hübsche Prostituierte? Naja, Brust lässt zu wünschen übrig. Yo, CJ. It's like Jethro, dude. Hey, Jethro, how is Jethro? Yo, dude. The garage is coming along nicely, man. But I rang about something else. There's an unofficial street racing club in San Fierro. Unofficial as in illegal, right? I don't know what you're talking about, dude. Anywho, they meet up around the driving school someplace. Thought you might, you know, like to know. Thanks, Jethro. I'ma think about it and I'll holla at you. Holla at you. Was ist das für ein Name, Jethro? Jethro. Wenn du überall Bronze hast, dann kriegst du dieses Fahrzeug. Wenn du überall Silber hast, kriegst du ein geileres Fahrzeug. Und wenn du überall Gold hast, kriegst du das geilste Fahrzeug. Aber okay, der Super GT ist auch schon echt nett, außer dass... Ach, das soll jetzt ein tolles Plastik Fahrzeug ist. Sein, oder was? Der ist halt hinten ein bisschen aus Plastik, ne? Naja. Der fährt jetzt auch überall in der Stadt. Nee. Ist der Club. Ah ja. Aber wenn wir es kaputt gemacht haben, dann können wir es auch kaufen. Also. Okay. Hello? Yo, it's Jethro, man. Oh, Jethro, gib mir nicht auf den Sack, du hast gerade eben noch mit mir geredet. We need to use our contacts to, like, get a wish list of cars. But we'll need to turn them around real quick, dude. Now, there's a showroom around the block that's come up for sale. And I thought it would be a good idea to make things look as legitimate as possible. Yeah, that's a great idea, man. I'ma look into it. I'ma holla at you. Das ist der, wo wir gerade stehen. Können wir uns nicht kaufen. Nee. Weil du ja unbedingt den Flughafen erholen musstest. Muss ich ja auch. Ja, und jetzt? Nein. Ha! Ah ja. Wie kommen wir jetzt mal eben an 11.000 dran? Hiermit. Und das gibt... Was? Habe ich nicht lesen Cash können. Cash in the Tash gibt das. Ah ja. Ach du Kacke. Nee, ich bin der Beste. Ja, ja, insbesondere mit Motorrad. Könnt ihr schießen. Ah, ja. Du hast die rote Umrandung nicht... Ah! Ich bin nicht der Einzige, der hier hängen geblieben ist. Wo ist mein Schatz? Das Ding geht schon mal nach vorne. Was ist das denn? Frettchen hier. Frettchen? Oh. Hör mal. Nur weil du jetzt gesünder als ich bist, ne? Meinst du, brauchst du jetzt hier nicht mal ein dicker Lippe riskieren zu müssen? Ich bin noch jünger als du. Das sowieso. Ich bin noch. Noch. Nee, im Frühling meiner Zeit hier. Ja, aber wirklich. Alex, du bist der Letzte. Nee, vorletzte. Ja, einer ist irgendwo kleben geblieben. NRW Boy 57 hier. Ja, ja, am Arsch. Hängst da schon die alten Leute, klagst nur über deinen Rücken? Ja. Ich hatte mal eine Lehrerin, die hatte auch einen Bandscheibenvorfall, danach habe ich sie nie wieder gesehen. Ah ja, du machst mir Hoffnung. Das war meine Deutschlehrerin in der 5. Klasse. Vielleicht bist du nach der 5. Klasse abgegangen. Wir hätten einfach ein halbes Jahr kein Deutsch mehr. Mein Arzt hat mir gesagt, ich werde nicht dran sterben. Und wenn der das sagt, dann stimmt das auch. Meine, die Arzthelferin gestern meinte zu mir, ich soll mich nicht so anstellen, weil ich mit Blut neben mir eine Show gemacht habe. Du machst immer eine Show. So, ah! Ja, genau. Stell dich nicht so an. Ich so, doch, ich sterbe gerade. Der Alex war früher in der Schauspielschule. Aber es wurde mir früher gesagt, dass ich ein guter Schauspieler werden könnte. Aber jetzt bin ich jetzt hier. Ich kann keinen Kindern den Arsch abwischen. Ich glaube, wir hatten das schon. Was? Eieiei. Bitte keine Einzelheiten. Hatte noch schon. Oh, manchmal ist er dick, manchmal ist er dünn, manchmal ist er flüssig. Oh. Manchmal ist er haselnussbraun. Haselnussbraun? Machst auch Geschmacksproben. Manchmal ist Kohlraben schwarz. Kohl. Oi, wir sind doch nicht Erster geworden. Opa! Ja, das ist jetzt. Guck mal, jetzt steckt Opi direkt ab und will dich vermöbeln. Oh, und direkt. Was ist denn der Schläger? Egal.
Das hat nicht funktioniert, was machen wir? Bestes Resultat. Ja, und wie viel gewinnen wir da, wenn wir gewinnen? Genug. Oh. Wir machen das hier, weil das cool ist. Ah, ja. Mit einem Kopfstern. Nee, das können wir nicht fünf Brüder da. Haha, haha. Egal, komm, wir haben mit Vollschaft durch die City geschafft. Du fährst gegen... Ach nee, ich wollte gerade sagen, du fährst gegen Taxi. Sammelt alles nieder. Ich glaube, der Wagen ist nicht der schnellste. Doch. Irgendwie hast du wieder rote Reifenspuren. Klappt. Tja. Immer noch Vierter. Ich mache immer nur. Ah, Mensch, wieso funktioniert der scheiß Controller eigentlich? Ja, das ist auch so ein Phänomen. Und ja, Freunde, ich habe es schon mit allem probiert. Oder wir haben es schon mit allem probiert. Das ist genau wie bei Donkey Kong 64. Da habe ich auch schon alles probiert. Ich weiß nicht, warum ich immer dieses Pech habe, dass nichts funktioniert. Das muss man auch erstmal schaffen. Jetzt hat er keine Lust mehr. Kannst du ein anderes Auto nehmen? Nein. Hoppala, mein Wagen ist zerstört. Du bist disqualifiziert. Das, ei, ei, ei. Wir müssen ein bisschen Geld kriegen, ansonsten geht es nicht weiter. Und hey, seht so, das gehört eh zu 100%. Oh, hör doch auf, mich überhaupt zu drängen. Lass dich doch nicht von einer Frau abdrängen. Blöde Kuh im Bikini, ey. Vorsicht! Ah. Schon wieder! Sack die gleiche Stelle. Ja! Ich hab gleich keine Leben mehr. Mein Leben so zeigt es. So, hier, kommt, fahrt. Drängt euch alle gegenseitig ab. Hey, was ist ab. Drängt euch gegenseitig ab. Ist mir jetzt scheißegal. So, dann fahrt natürlich jetzt hier. Vorsicht, wie... Baumstamm. Vorsicht, Vorsicht. Kannst du die abknallen? Nein! Wasser! Wasser! Die Frank reparieren und Ducatoni. Was ist das? Eine Wasser! Oh, meine Muskeln lassen ab. Wo ist denn der Erste? Also da vorne. Da vorne! Ich wäre gerade eben bei Twitter, wurde mir angezeigt. Ist das... Das ist der Nacke... Das ist die, die komplett falsch angezogen ist. Alex, jetzt kriegst du keine Stieraugen hier. Vorsicht, Vorsicht. Ich hab das Ding nicht mitgenommen. Oh, lecker mio an der Tasche. Sechster von sechs. Freunde, ich glaube, wir schauen uns das Rennen noch zusammen an und dann werden wir das ein bisschen skippen, ein bisschen Geld verdienen, damit wir dann diesen wunderschönen Schaubuden kaufen können. Hi. Willst du das Elend noch mir hier antun? Ach ja. Willst du mich wirklich so mockieren? Was hast du jetzt gesagt? Vor all deinen weiblichen Fans. Wie stehe ich denn dann da? Hier so im letzten Part noch. Gut gebaut, wie braun ein, gebrannt, 108 Kilo Hantelbank und jetzt... Wie ein Eumel. Wie ein junger Gott. Und jetzt sehe ich aus wie ein junger Götveren. Vierter von sechs. Ja, ich glaube, da ist gleich das Ziel. Ich habe noch eine Chance. Dritter ich noch von eine Chance. Sechs. Ich habe noch eine Chance. Ich habe noch eine Chance. Please, zweiter von please. Sechs. Please. Please. Don't do this. Gib mir... Ja! Boah, ey. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Die letzte Sekunde hat er sie abgedrängt. Alles wie geplant. Ah ja. Ich wusste das. Deswegen hat, der Tom wusste das auch, deswegen hat er das ja laufen lassen. Natürlich, ich hab's einfach laufen lassen. So, wir brauchen jetzt aber noch mal ein bisschen Geld. Da dürften jetzt, glaube ich, so um die 7000 noch fehlen. Oder 8000. Leute, wollt ihr was für euer Geld sehen? Nein. Das machen wir offscreen. 10 Kilometer. Aber bei 10 Kilometer kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Ja, aber was gibt's denn da als Preisgeld? 10.000? Gab's da doch schon gerade. Gibt's überall. Wieso verlieren wir eigentlich immer Muskelmasse? Weil wir nichts gegessen, weil wir nichts essen seit Tagen.
So. Also du machst das wie bei dir im wahren Leben. Guck mir hier meine Arme. Naja, Ärmchen. Diese Stöcke. Man kann dich kaum von den kleinen Kindern unterscheiden. Ich war aber sogar am Samstag. Ja, am Donnerstag. Am Sonntag. Am Sonntag war ich trainieren gewesen. Und das seit Mai. Oh, und? Ich war seit Mai wieder trainieren. Ja, wie lange hast du durchgehalten? Ich habe mein Programm zu Ende gemacht, also bestimmt anderthalb Stunden. Aber von den Gewichten her natürlich grauenhaft, was ich mir drauflegen musste. Und, 20 Kilo. Ich glaube, was habe ich gemacht? Vorsicht, da ist Wasser, glaube ich. Ich hab's doch gesagt, ich hab's doch gesagt. Ich Tschüss. Psch. Du hast eine Affinität zu Wasser, kann das sein? Hast du mich gerade als Affe bezeichnet? Du bist ein bisschen doof, oder? Ja. Möchtest du dich so oft waschen, oder? Ich bin eine Wasserratte. Egal, das Ding geht so lang, schau ich. Ich meine, ich bin gerade eben auch Sechster gewesen. Du bist immer Sechster. Mein Ziel ist es, von hinten aufzuräumen. Ah ja, der rosa-rote Ritter von hinten. Der Pubertzenmeister. Ich sag mal so, Alex, dein Hintern, ne? Dein Hintern ist dein bester Freund. Weißt du warum? Der ist knackig. Nee, der steht immer hinter dir. Ja. Ich liebe meine Füße. Ah, ein Fußfetisch ist? Ja, weil ich stehe auf ihn. Ah. Ich stehe auf euch. Meine Füße. Erster von sechs. Vorsicht, da kommt jetzt Wasser. Vorsicht. Wie war das im Referat? Ich heiße nicht nur Alexander, sondern euch auch herzlich willkommen. Ah ja. Vorsicht. Nicht zurückfahren. Ja, so ist gut. Wie soll das denn jetzt funktionieren? Das ist nur ganz dünnes Wasser. Bist du ein Schwein? Das ist aber auch blöd, dass die Gegner da nicht eingezeichnet sind. Ja. Also ich fand, ich glaube, du hast GTA 4 hast du schon mal gespielt. Ja, aber nicht die DLCs. Also Battle of Gaetonia und The Lost and Damned. Weil The Lost and Damned kommt nämlich später rennen dazu mit dem Baseballschläger. Ach du Scheiße. Und du hast einen Baseballschläger und ganz links und rechts schlagen. Das ist echt lustig. Du wirst halt auch geschlagen, ne? Und wenn du voll auflädst, also wenn du nur ganz schwach schlägst, dann haust du halt ein bisschen links und rechts. Wenn du voll auflädst, dann brezelst du dich von den Motorrädern runter. Ah ja. Er ist natürlich doof, aber jetzt hier echt sehr gemütlich, kann das sein? Ja, ich habe eben auch kein Radio, nichts pusht mich gerade. Hier ist ja lame as fuck hier. Nix ist. Keine Gegner, ich sehe keine Competition. Ah ja. Noch bist du nicht am Ziel. Ja, ich könnte doch. Noch kommt noch sehr viel Wasser. Ich wusste es. Warum liegst du da rechts vorbei, wenn mittendrin der Baum ist? Der arme Kerl. Ah! Das so. Ich hab gewonnen! Halt, Schweine. Yeah! Kann man nur so viel Schwein haben. Ich glaube, wir haben genug Geld. Testen wir doch einfach mal. Müssen wir jetzt. Genau. Hokus Pokus, die Scheibe ist wieder ganz. Und kugelsicher. Snake it! War nicht schlecht. Ich springe hier mal nicht runter, wenn ich auf meine Lebensanzeige gucke. Ich wollte gerade sagen, ich such dir aber nicht, ne? So, Leute. Das war der Part. Der war schön. Aber lang. Das ist ein Part. Er ist sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Also, bis dann. NRW über 18. Adieu.